Oi, meu nome é Márcio, tenho 18 anos, sou meio-campo, sou de Porto Alegre, do Brasil, e vim para jogar aqui na Borussia Fulda e gostei muito de estar aqui na Alemanha. Oi, meu nome é Diego, tenho 18 anos, sou atacante, vim de Porto Alegre, Brasil, e achei muito boa a estrutura aqui do Borussia Fulda e espero ajudar. Da sind sie also, die beiden neuen Brasilianer von Borussia Fulda. Marcio und Diego heißen sie, sind beide 18 Jahre alt, kommen beide aus der Juniorenmannschaft von Porto Alegre und haben in ihrer Heimat in der höchsten Juniorenliga gespielt. Beide sind hervorragende Techniker, Diego ein Stürmer, Marcio ein Mittelfeldspieler. Und sie sollen in den nächsten Monaten Borussia Fulda in der Gruppenliga ganz nach vorne schießen. Die beiden Brasilianer selbst, die hoffen in Deutschland auf eine große Zukunft, hoffen auf einen Vertrag in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Vermittelt wurden die beiden über die Agentur PaySports und wir haben mit Peter Vogler gesprochen, der zu dem PaySports-Team gehört. Vielleicht noch mal ganz kurz zwei, drei Worte. Wie sind die beiden Spieler überhaupt hierher gekommen und was darf man von den beiden erwarten? Die beiden Spieler sind 18 Jahre alt, kommen aus dem Süden Brasiliens. Wir haben die Spieler ausgesucht, weil im Süden Brasilien ist es von der Temperatur her, vom Klima, ist es sehr, sehr ähnlich wie von Deutschland. Und deswegen haben wir das ausgesucht und wir glauben, dass von der Kapazität der Spieler, dass die ohne Probleme in der zweiten Liga spielen können in den nächsten 2 oder 3 Jahren. Wie sind die beiden Spieler denn überhaupt hierher gekommen? Also wir haben eine Agentur, eine Sportagentur hier in Bad Hersfeld. Die Firma heißt PaySports. Das sind der Björn Sauerwein und ich, wir sind dafür zuständig. Und die Agentur in Brasilien, die heißt Cinco Estrelas, also 5 Sterne. Die wollten unbedingt in den deutschen Fußball, die wollten unbedingt was in Deutschland machen. Und dadurch ist die Partnerschaft letztendlich entstanden zwischen Borussia Fulda und Cinco Estrelas. Und die Firma PaySports hat das letztendlich alles organisiert. Und ich glaube, die Spieler werden das bringen, was wir uns erwarten. Warum gerade Borussia Fulda? Warum Borussia Fulda? Ich glaube, wir haben das ausgesucht, weil von der Struktur her gibt es in der Region keinen zweiten Verein. Also ich glaube, dass das also ein Stadion mit 18.000 Zuschauern, weiß ich nicht, 5 oder 6 Trainingsplätze, offizielle Trainingsplätze und so weiter. Ich glaube, von der Struktur hat uns Borussia Fulda beeindruckt und deswegen haben wir Borussia Fulda genommen. Was darf man denn kurzfristig jetzt hier von den beiden erwarten? Na gut, wir hoffen natürlich, sie müssen sich natürlich eingewöhnen, das ist ganz klar. Man darf nicht vergessen, dass die Spieler natürlich aus einer komplett anderen Kultur kommen, dass sie die Sprache nicht können. Und ich denke schon, dass, ja, also wir wollen mal hoffen, dass sie jeder so mindestens 15 Tore schießen, nicht? Also das erwarte ich eigentlich schon. Was sind das für Spielertypen? Wir haben einen Stürmer und wir haben einen offensiven Mittelfeldspieler. Wie schnell müssen die beiden Deutsch lernen? Wie ist das vorgesehen? Wie schnell sollen sie sich hier akklimatisieren? Also die Spieler, die werden ja, so schnell wie möglich werden sie einen Sprachkurs besuchen. Das sind wir gerade am Organisieren. Weil es ist fundamental, dass sie die Sprache können. Und alles andere muss man dann sehen. Also das liegt natürlich an den Spielern. Die beiden Spieler sind sehr jung. Also mit 18 Jahren lernt man noch relativ schnell, denke ich mir. Und ich glaube schon, dass sie innerhalb von ein paar Monaten sich hier gut akklimatisieren werden, auf alle Fälle. Gut, Dankeschön. Bitte. Erst ein paar Tage sind sie hier in Fulda und sie haben schon die ersten Trainingseinheiten hinter sich. Und die beiden, die freuen sich schon auf ihre ersten Einsätze im Trikot der Borussen. Ich freue mich auf Borussia Fulda.